Wie wir schon vorher gesehen haben, ist Jugendhack auch unglaublich viel Mathe, unglaublich viel machen und vor allem unglaublich wenig Schlaf. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Genau. Was ist, wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt? Da wäre es doch super, wenn man ein Smart Home hätte, das einen morgens eine Routine beschafft. Das ist unsere nächste Gruppe, Smart Morning, mit Melli, Hendrik, Maximilian und Mitya. Ja, hallo, wir sind das Team vom Projekt Smart Morning. Ich bin Hendrik, das ist Melli, Maxi und Metje. Und wir haben uns damit beschäftigt, eine App zu präsentieren, welche dir das Aufstehen ermöglicht. Zuerst werde ich das über das Allgemeine sagen, dann Maxi über das Frontend, dann Metje über das Backend, Melli über die Modellsteuerung und ich, wie das ganze Modell entstanden ist. Das Allgemeine ist, die Idee ist, Menschen sind allgemein faul und haben Lust, wenig was selber zu machen. Und diese App soll den Start in den Tagen für genau diese faulen Menschen erleichtern. So, als erstes kommen wir zur Oberfläche. Die Oberfläche habe ich mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript gemacht. Man kann erstmal ganz oben die gewünschte Wegzeit angeben, die dann am nächsten Tag ausgeführt wird. Und dann kann man hier noch die Geräte auswählen, was man jetzt nach dem Aufstehen, was passieren soll. Beispielsweise gibt man das Licht an, da wenn man auf den grünen Haken klickt, dann ploppt dieses Fenster auf und dann kann man die Minutenanzahl eingeben, wie viele Minuten vor oder nach dem Aufstehen eben das ausgeführt werden soll. Ja. Ah, und die Daten werden dann ans Backend gesendet. Und da ist noch ein Codebeispiel. Genau, ich war fürs Backend zuständig. Das Backend ist sowas wie eine Schnittstelle, mit der das Frontend kommuniziert. Und das Backend leitet dann die Daten weiter an die verschiedenen einzelnen Smart Home Geräte, wie eben zum Beispiel einer Kaffeemaschine oder der Heizung. Das Backend überwacht das Backend die gewünschte Wegzeit, die man davor im Frontend eingestellt hat. Und sobald eben diese Wegzeit erreicht wurde, werden eben alle Geräte informiert. Das Backend habe ich in Python mit Flask programmiert. So, und da wir jetzt nicht in der kurzen Zeit eine Wohnung herbeizaubern konnten, haben wir das Ganze simuliert mit Lichter, also so kleinen LEDs. Und ja, dafür haben wir Python zum Programmieren benutzt, ein Raspberry Pi, LED, kleine LEDs und Jumperkabel, damit wir das Ganze alles verbinden konnten. Ja, hier sieht man auch den Code, den ich geschrieben habe, also on, off, also dass die Lampen on sollen und die anderen off, das jetzt nur bei der Heizung, weil da sind mehrere LEDs, nein, eine LED mit mehreren Farben. Hier haben wir auch noch die Rollladen. Dafür habe ich auch wieder Python, ein Raspberry Pi, Jumperkabel und dazu habe ich noch einen Servomotor benutzt, damit man die hochziehen konnte. Und ja, da sieht man wieder den Code. Genau, ich habe mich mit dem Modellbaubetrug befasst. Dazu habe ich insgesamt 3 Holzbauteile geschnitten, teilweise gelasercuttert. Da habe ich das Programm Inkscape genutzt, habe dort, wenn dann oben rechts sieht, solche Formen erstellt. Der Lasercutter hat die dann geschnitten und ich habe den Rest mit einer Säge nachgesägt. Insgesamt habe ich dann noch 3D gedruckt. Es waren 8 Drucks insgesamt mit ungefähr der Druckzeit von insgesamt 10 Stunden. Und damit habe ich den Ultimaker 3 genutzt mit dem Ultimaker Cura als Programm. Das ist jetzt ein bisschen improvisiert, denn wir wissen gar nicht, ob der Raspberry Pi noch mit dem Netz hier verbunden ist. Wir hoffen mal, dass es funktionieren wird. Man kann jetzt hier auf der Oberfläche die Uhrzeit einstellen. Sagen wir haben jetzt 7:20 Uhr eingestellt. Das ist jetzt
natürlich ein paar Stunden später. Das heißt, jetzt würde es alles schon, sobald man den Wecker stellt, würde es direkt schon auslösen. Möchtest du da ein paar Daten eingeben? Vielleicht, okay, ja genau. Wenn man jetzt überall 0 eingibt, dann würde jetzt erstmal einfach alles direkt ausgelöst werden. Man kann da jetzt zum Beispiel, da kann man jetzt Minutenanzahlen für die einzelnen Elemente angeben und das würde dann verzögert nach dem Wecker passieren. Zum Beispiel, wenn man beim Licht eine 1 eintippen würde, würde es eine Minute nachdem der Wecker klingelt ausgelöst werden. Wenn man jetzt auf Enter drückt, hoffen wir mal. Oh doch. Genau, erstmal. Genau, hier hat man zum Beispiel gesehen, dass am Anfang war hier ein kleines gelbes Licht neben dem Bett. Somit haben wir den Wecker simuliert. Wir haben leider nicht mehr geschafft, Ton einzubauen. Genau, dann wurden die einzelnen Lichter angeschaltet, die Heizung hier und das Fenster wurde geöffnet, also die Rollläden. Ja. Ja, das war's schon mit unserem Projekt. Wir wollten noch ein Danke sagen an unsere Mentorinnen Lara, Max, Silvia und Karl und generell ein gesamtes Danke ans ganze Jugend-Hack-Team. Ja. Vielen Dank euch.